Hallo, um zurück zu Let's Play Fallout 4. Da ist man in diesem Wort hineingekommen. Jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal an, darin mal umzusehen. Also, vorher wäre das nur hier oben. Entschuldigung? Arme Aaron, ihre Katze ist ins Commonwealth davon gelaufen. Das vielleicht hat sie hier vorhin gesehen, also das ist ein Video. Ich darauf ein, dass Aufseher McNamara dich hier reingelassen hat. Du bist nicht der Erste und ganz sicher nicht der letzte Mensch von draußen hier. Wir haben alles gesehen. Wenn ihr meint. Hey. Hast du mir was zu sagen? Was meinst du? Ich bin froh, dass du mich mitgenommen hast. Die Frage ist nur, kannst du mich auch bei dir behalten? Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Ich kann mich auf dich verlassen. Es gibt nicht viele Leute, die das Glück haben, jemanden wie dich kennenzulernen. Sonst nichts weiter. Von mir aus? Also ich muss wohl nicht vorlesen, was ich auswähle, denn das kann man ja auch sehen eigentlich. Käse an den Schuhen. War wohl eine dumme Frage. Aber du bist sicher das erste Mal hier. Ich kann dir den Board zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Mach umsonst. Ah, aber ich zahle dir nichts dafür. Okay, schon gut. Mann, bist du ein Geizhals. Naja, hat ja nicht bezahlt, aber es ist dir aber ich will halt. Aber ich will halt die Erfahrung. Obwohl, welche hätte ich so nicht gefallen. Hey, Wettler hat Kate bestimmt gefallen. Aber wir wollen ja wissen, was ja es ist. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Was ist das Problem? Worüber streiten sie sich denn? Eigentlich darf ich es nicht sagen. Aber Mr. Combs schlägt angeblich mit Tina. Mrs. Combs weiß es nicht. Aber er lässt sie die ganze Arbeit machen, während er Zeit mit Tina verbringt. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider, wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Mich angeschaut, ja, und ich führe so eine Gruppe an. Muss er ja nicht wissen. Das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Wie nett ist sie? Setzt die Regeln durch? Kümmert sie sich um die Leute, die die Regeln brechen? Meistens kümmert sich die Sicherheit um die Leute, die Regeln brechen. Sie ist für alle Sicherheitsleute verantwortlich. Aber es passiert gar nicht so oft was. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier ist alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Na, Regeln. Du wirst sie mögen. Regeln sind mein Feind. Ehrlich gesagt, ich bin jemand, der lieber gebricht, als sie zu befolgen. Wenn es nicht bemerkt wird, zumindest. Hallo Austin. Wie ist hier aus dem Commonwealth herum? Ja, Mann. Das ist ein Sunshine-Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer Hafenarbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Der Essen? Das Essen ist, abgesehen von den Törtchen. Ich mag's. Mrs. Somerset gibt mir immer einen Nachschlag. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Cam. Oma zwingt mich dazu. Tja, kann ich verstehen. Ehrlich gesagt. Also Herr Bob Kim hat. Austin, deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Meine Kehle durchschneiden. Ich lasse niemanden mit einem scharfen Gegenstand in meinen Hals. Er hat noch nie jemanden geschnitten.
Und er rasiert die Männer sogar mit einer Rasierklinge. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Ich lebe bei ihr. Aber sie ist nicht meine Eltern. Ah, perfekt. Mutter, meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Jetzt sagen wir schon später auch mal nach, ob wegen den. Sind sie nicht Tätowierungen? Die wollte ich ja schon damals sehen. Eigentlich noch nicht jetzt. Aber ich vergesse es nicht. Hallo Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige ihn nicht. Ich helfe ihm. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Nee, sie ist eine Nervensäge, sag ich dir mal. Klingt so, als wäre sie eine richtige Nervensäge. Hey, sprich nicht so über meine Oma. Ein wenig Frechheit ist schon in Ordnung. Lass gut sein, Austin. Nächster Halt, Miss Katie. Und dann? Komm schon, beeil dich. Ja, geh vor, du Vogel. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest. Oh, das musste ich. Und der Herr Tell musste sicher auch, die wir hier spielen. Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Sei, na, viele Kinder? Ist viele Kinder im Wort? Nicht so viele. Der Aufseher sagt, dass wir Bevölkerungskontrolle einsetzen. Was auch immer das ist. Nächste Halt, Krankenhaus. Ich zeig dir die Klinik. Ich verstehe die. Und Rachel sind okay, denke ich. Die wollen. Wohin, wenn's sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Ich würde sagen, die wollen nur verhindern, dass jetzt zu viele Bewohner im Wort irgendwann sind. Sonst ist der Wort überfüllt und dann, naja. Was da ist, hier kann sich ja wohl schon ausmalen. Kann ich wohl schon denken. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Die Burg ist noch Blutegel, einfach mal so. Verdammte Scharlatane. Die verwenden bestimmt noch Blutegel. Ich habe doch nie ein Blutegel gesehen. Aber Miss Katie hat mir von ihnen erzählt. Jetzt gehen wir zu Erin. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon, hier lang. Erin und ich verbringen viel Zeit miteinander. Sie hat mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. Tja, dann überzeugt sie mir vom Gegenteil. Guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Keine große Sache. Das ist nichts Besonderes. Ich bin so wie jeder andere Mensch. Ja, aber niemand im Wald geht für Nahrung auf die Jagd oder kämpft mit Waffen. Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. War cool, dich einzuzeigen. Ja, okay, das ist eine gute Frage. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Ash ist verschwunden? Hat den Vault verlassen. Ich glaube, er hat den Vault verlassen. Ich habe ihn gesehen, als ich herkam. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Niemand sonst würde rausgehen, um ihn zu suchen. Wo könnte er sein? Wohin ist er denn gegangen? Was meinst du? Nicht weit. Er wird Angst haben. Wenn es in der Nähe ein Versteck gibt, findest du ihn. Ich finde ihn. Ich suche nach ihm. Danke. Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Hm.
So. Macht dein Pitbull auch ab und zu zicken? Meiner macht in letzter Zeit zicken. Hey. Du hast Mumm, den Pitbull da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Na, ich würde sagen, ich wäre mir erschossen, hätten sie bestimmt mit an sich genommen. Ich hoffe mal, dass dieser Pitbull da dir gehört. Ich hätte nie gedacht. Was? Hey. Was gibt's denn? Hör auf, mich hinzuhalten. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Alles, was du brauchst. Sag mir, was ich für dich tun kann, Kate. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Uns verbindet eine Freundschaft und das heißt, dass ich dir vertrauen kann. Und ich hoffe auch, dass du mir den Rücken frei hältst. Denn das brauche ich jetzt mehr als sonst. Ich bin krank und kann das nicht länger von dir verstecken. Tief Luft holen. Okay, beruhige dich und atme tief durch. Wenn du krank bist, helfe ich dir. Okay. Okay. Es geht um Folgendes. Seit ich von zu Hause weg bin, habe ich Psycho genommen. Ich weiß nicht, warum ich den Mist noch nehme. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich habe alles probiert. Ich hatte keinen einzigen Tag ohne den Scheiß. Ich habe die Schnitte voll. Ich habe sogar hinter deinen Rücken genommen. Wenn du es nicht gesehen hast. Das Schlimmste ist, dass es mich krank gemacht hat. Ich spucke Blut und fühle mich richtig schlecht. Ich muss diesen Mist aus meinem Körper bekommen, bevor ich noch dran krepiere. Kein Arzt? Ich bin kein Arzt. Ich bitte dich auch nicht, mich zu heilen. Ich bitte dich, mir zu helfen, mich selber zu heilen. Dort draußen soll es irgendwo ein Vault geben. Genauer gesagt, Vault 95. Voltex soll ihn für eine Art soziales Experiment benutzt haben. Dort wurden ein paar Junkies als Versuchskaninchen eingesperrt. Sie hatten angeblich eine spezielle Methode, um die Leute dort drin clean zu bekommen. Eine Art Maschine oder sowas. Wenn wir dort reinkämen, könnt ihr mir diese Maschine vielleicht helfen? Wir finden ihn. Kein Problem. Wir bringen dich dorthin. Ich kann es nicht fassen, wie nett du zu mir bist. Auch wenn ich dich enttäusche. Ich will nicht, dass du mich für einen runtergekommenen Junkie hältst. Für ein dummes Mädchen, das sich grundlos zerstört. Als deine Freundin bitte ich dich um Hilfe. Bring mich zum Vault 95. Sobald du bereit bist, mich von meinem Leid zu erlösen. Also, hey, Sorge, das machen wir noch, aber erst später. Die jetzt wohl sicher tief ist, oder? Ist eine Weile her, dass uns das letzte Mal jemand aus dem Commonwealth besucht hat. Wenn sie es meint. Hallo. Netter Pitboy. Geh zu Alexis, wenn er mal zicken macht. Sie repariert ihn dir. Pass auf dich auf, guter Mann. Ja, er ist sowieso mitgeportet. Wie ich das sehe. Was habe ich gesagt? Sucht deine Freundin Ärger? Irgendwie sieht sie mich so komisch an. Du kommst aus dem Commonwealth, oder? Tja. Deine faulen Tricks. Auf geht's. Boah, wie hat sie auch weg, wenn sie da draußen Angst hat? Ich glaube, Timo soll nicht mehr verstehen. Naja. Nicht gegen Tiere, gegen Katze. Ich mag Katzen, ja. Und Tiere, ja, okay, nicht alle, aber ist ja verständlich. Schiss, geh nach Hause. Aaron vermisst dich. Also,
Das wäre nicht so schwer. Mensch, ich kann ihn eigentlich wieder wegmachen. Ich fahre die vom Fahrrad zusammen mit Boot abzuhauen, denn wenn Fabio Wünsche verloren ist, haben sie einen Boot abgehauen, frage ich mich jetzt. Denn, seien wir mir ehrlich, auf Fahrrad, weil die Nebelkriecher Schlinge, was immer ins Restaurant vereingedrungen sind, war aber auch Wünsche verloren, und scheinbar mich einfach abgehauen sind. Mit dem Boot zum Beispiel, da gab es ja wohl einige Boote. Obwohl, wir sind ja eben im Boot entkommen. Fast so wie wir jetzt sind. Entschuldigung, Officer. Katie Payne ist hier in 81 die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählung der Leute von draußen. Wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Einstellung. Warum so aggressiv? Ich traue Leuten von draußen nicht. Wir sind bisher ohne eure Hilfe ausgekommen und wir brauchen sie auch jetzt nicht. Aufseher McNamara hätte den Vault nie für deinesgleichen öffnen sollen. Sarkastisch. Du bist mehr ein Sonnenschein. Hältst du dich für witzig? Genau das ist der Grund, warum Leute von draußen hier nichts zu suchen haben. Arsch. Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hier. Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Sei vorbereitet. Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Ich weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hat. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte. Ernsthaft. Scheiß auf die. Mach mal Pause. Hoffentlich bekommt ihr Leute wenigstens Pausen. Man kann ja nicht rund um die Uhr arbeiten. Sag bloß. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten. Ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Naja, wenn ich jetzt nehme, auch mich eher wie Personal. Vielleicht fehlt mir lieber. Ich habe gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. Ist immer was zu arbeiten. Dr. Forsyth möchte dich sehen, wenn du kurz Zeit hast. Hey, dazu können wir auch reden. Auch wegen der Wartungsarbeiten. Die hören hier nie auf. Glaube ich dir. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur sehr. Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte, falls du deine Stadt noch kommst. Ja. Ach, tut mir leid wegen der Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria.
Er hat immer was für dich. Hey, Kleine. Ashes, du hast ihn gefunden. Vielen Dank. Ich hatte solche Angst um ihn. Keine große Sache. Das war keine große Sache. Trotzdem bist du mein Held. Mama sagt, dass ich dir das geben soll. Super. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Ein Fusionskern. Oh, Katzenbaden. Das hassen Katzen bestimmt. Ja. Bestimmt. Katzen haben hier mit Jubi Wasser. Wenn sie werden so hört. Gott sei Dank ist Ashes wieder hier. Aaron ist ganz verrückt nach dieser Katze. Ja, Katzen sind mein Käuf, glaube ich, nicht mehr so oft. Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Ja, hatte ich. Da schon ein paar interessante Momente. Nur keine falsche Bescheidenheit. Meine Kinder würden sich freuen, von deinen Erlebnissen im Commonwealth zu hören. Würdest du zu ihnen sprechen und von deinen Erfahrungen berichten? Aber gerne. Ich würde sehr gerne zu ihnen sprechen. Hervorragend. Schau einfach mal vorbei, wenn Unterricht ist. Ich unterbreche ihn dann einfach und übergebe dir die Klasse. Na, muss ja, bis Unterricht ist. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, das wird nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Also eigentlich würde ich jetzt das Jade seit gleich spenden, aber ich möchte ja die Beziehung steigern und ein paar Kronen würden mir auch mal einen Tag gut tun. Vielleicht für ein paar Kronkorken. Vom Aufseher habe ich ein bisschen was dafür bekommen. Wie klingen 50 Kronkorken? Das reicht nicht ganz aus. Ich kann wohl auch den Rest der Zuteilung verwenden. Ich kann dir 100 Kronkorken geben. Der Weg her ist Gefahr, weil ich spende jetzt einfach mal. Klar, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach. Dann nehme ich dir Blut ab. Also ich hatte zwar schon mal Dingels, schon volle das Charisma, aber seltsamerweise habe ich trotzdem, weil ich das seit der Liste haben wollte, hatte mir irgendwann, also hat sie mich nicht heiß, heiß und betabelt, seltsamerweise. Ja, okay. Hier. Also, hier müsste ich eigentlich nur Scheiße abnehmen, aber ey, aber es ist ein Spiel. Hat doch nicht wehgetan, oder? Hier sind die versprochenen Kronkorken. Danke, das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsythe bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Viele Patienten? Ah, nein, ich sehe. Hast du hier im Ort viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Wald sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Ich würde sagen, schauen wir mal ein wenig nach... Na, Sicherheit im Wort. Aber dann Quest, bis der Unterricht anfängt. Ich frage mich oft, wie hygienisch wohl die medizinischen Einrichtungen im Commonwealth sind. Hygienisch genug, würde ich mal sagen. Zumindest dort, wo ich war. Gut, lass dich ruhig erwischen. Dann wirst du dich nicht entscheiden müssen zu gehen.
weil das Aufseher McNamara dann für dich entscheidet. Hey, Besucher von draußen, wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. Dein Bruder? Wer ist denn dein Bruder? Sein Name ist Bob. Und er ist mein armseliger Zwillingsbruder. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, wie er aussieht. Ja, ich sehe ihn ja auch. Er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehe ich dieses Resultat. So will ich nicht gehen. Ich bin jetzt mal sozial. Ist eher dein Problem, nicht meins. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Cams von mir und ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Ich soll mal nicht helfen. Wenn er süchtig ist, hilft das nichts. Er besorgt sich seine Cams anderswo. Und warum rede ich mit dir? Hier kann er Cams nur von Leuten kriegen, die von draußen kommen. Glaub mir, falls jemand anderes hier dealt, wüsste ich das. Tja. Wenn sie es so meint. Ja? Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Die flicken dich wieder zusammen. Geh weiter. Nur weil du einen Mordanzug trägst, gehörst du noch lange nicht zu uns. Holt? Du bist also der Neue. Hab schon gehört, dass wir jemanden in den Vault gelassen haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Geh nichts an. Das geht dich nichts an. Ja, du mich auch. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Mann, ich glaube nicht. Eilt hier würde ich am liebsten erschießen. Will ich jetzt mal. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich alles, was er braucht. Ich hätte ihm niemals Jet geben sollen. Tina? Ich hab das Arbeiten satt. Ich hab den Vault hier satt. Tja, hätte ich in der Stelle wahrscheinlich auch. Ist der Bruder noch hier? Ja. Hi. Hey, unser Besuch von draußen. Na, verlaufen? Hier unten wird nicht gehandelt. Es ist ein Pharao. Wirklich? Für einen von draußen vielleicht. Hier unten gibt's nur alte Generatoren. Oh, und hey, falls du Jet dabei hast, würde ich's dir abkaufen. Für 75 Kronkorken? Klar. Klar. Hier, bitte. Mensch, vielen Dank. Aber sag's Tina nicht. Die macht mich sonst nur zur Schnecke. Naja, ernsthaft. Aber wenn ich es dann... Wenn ich Gebiet, dann wird es irgendwo ja schon bekommen. Dann wird er jetzt irgendwo verlassen. Um jetzt zu kommen. Nicht würde ich natürlich keine Drohung geben, aber es ist nur ein Spiel. Netter Pitboy. Geh zu Alexis, wenn er mal Sixi macht. Eigentlich ist nicht nett. Also einige sind echt nett, einige nicht einzige auch und einer sozial. Du hast Mumm, den Pitboy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Gibt's hier vielleicht noch Quests? Meine neueste Charge Obst schlägt sich recht gut. Diese Sorte schlägt sich echt gut. Entschuldigung, Dr. Pensky. Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Oh weh. Da habe ich wohl eines meiner Instrumente verlegt. Wo es nur sein könnte, man müsste erproben, wie sie auf Strahlung reagiert. Na toll, von der habe ich wohl keine Quests. Hat Alex
Alexis Aaron eins versprochen. Und ich weiß doch, wie ungern Maria, ich einen enttäuscht. Bist du das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Nett hier. Schön hast du's hier. Oh, danke. Mark und ich versuchen, den Laden auf Vordermann zu halten. Wir nennen ihn das Sunshine Diner. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist echt nett. Exotisch, Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Glaube ich gern. Allein arbeiten? Führst du den Laden hier allein? Du meine Güte, nein, das würde ich nie schaffen. Mein Mann Mark hilft mir, aber hauptsächlich bei den Vorkosten. Harte Arbeit. Ist es harte Arbeit, hier alle mit Essen zu versorgen? Früher war es hier einfacher. Als ich noch jung war, hatten wir mehr Vorräte, als wir zählen konnten. Meine Mutter hat mir sogar noch Rezepte beigebracht, deren Zutaten... Naja, ich bezweifle, dass ich die heute noch irgendwo finden werde. Seit wir mit der Außenwelt Handel treiben, kommen wir über die Runden, aber es ist nicht sehr abwechselnd. Hans ging gedacht. Hat je darüber nachgedacht, den Vault zu verlassen? Nie im Leben. Kannst du dir das vorstellen? Hier im Vault 81 geboren und aufgewachsen. Früher war es einfacher, musst du wissen. Wir hatten jede Menge Vorräte. Und draußen waren die Gefahren endlos und unbekannt. Die arme Gwen wusste nicht, worauf sie sich einlässt, als sie das Aufseheramt übernommen hat. Gwens Fortschritt. Nicht sich Gwen als Aufseher. Das nimmt sie schwer mit. Wir brauchen Hilfe aus dem Commonwealth, aber bestimmten Leuten ist das komplett egal. Ganz zu schweigen vom Zustand des Worts. Die Wartung hält die Leute Tag und Nacht auf Trab. Sogar mich. Wenn die Leute die ganze Nacht arbeiten, brauchen sie ein gutes Essen, damit sie durchhalten. Stimmt, ja, bestimmt wohl. Ich überleg's mir. In Ordnung. Aber verdirbt ihr bitte nicht den Appetit. Somerset, glaub bloß nicht, dass du so schlau bist. Diese Törtchen sind für Kerl. Muss ein hartes Leben sein da draußen. Niemand hat im Moment was Süßes mehr verdient. Ja. Ja. Das klingt der Kleine nicht sehr zu. War nicht, dass meine Frau so kalt hat. Mach ihn dann. Oh. Es ist momentan nicht hier. Bitte richten Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. Deluc. Sie werden in chronologischer Reihenfolge beachtet. Manchmal. Wartungsprogrammierung. Also programmiert, Wortwartungsarbeiten durchzuführen. Scharfsinnig beobachtet. Ich unterstütze Mr. Deluc bei der Wartung des Reaktors. Ich kümmere mich um das Herz des Worts. Er zieht es vor, mich zu beaufsichtigen und mir das Privileg zu überlassen, sie Arbeit auszuführen. Nein, ist ja einfacher so. Klingt egoistisch. Nein, er ist Erfolgenser. Hört sich an, als würde Mr. Deluc lieber faul herumhängen, als zu arbeiten. Ah ja, genau das habe ich von mehreren Bürgern des Worts schon gehört. Allerdings sollten sie dankbar sein. Mr. Deluc hat bestenfalls begrenztes Wissen. Es ist besser, dass er die Finger von ihm lässt. Na, stimmt wohl. Genau, was ich gebraucht habe. Spritze, jetzt bin ich wie Psycho. Naja, wenn ich aufhören kann. Was soll sie machen? Was ist denn? Ja. Ach, Scheiße. Ich hoffe mal, dass dieser Pip-Boy da dir gehört. Ja? Na
Ja, vielleicht sollen wir jetzt auf der mal sprechen. Wann haben wir eigentlich viel Besseres zu tun? Schläft die gerade? Oh, ja, dann wollen wir eigentlich stören. Ja, ich jetzt trotzdem mit dir. Hallo, Aufseher McNamara. Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Forsyth? Er hat mir gesagt, dass er dich zu gern kennenlernen würde. Entschuldigung, Aufseher McNamara. Einige unserer Bewohner sind weniger begeistert über Besucher von draußen, aber beachte bitte, dass sie nicht für uns alle sprechen. Achso, ich kann mit dir gar nicht. Achso, ich kann vielleicht. Ich habe mit dir gar nicht. Das heißt, ich kann ja gleich so viel reden. Tja. Sollte euch mal ein wenig Zeit überspringen. Ich kann jetzt mal warten, lassen Sie ja. Muss ich vorhin jetzt nur so. So, da ist glaube ich so 8 Uhr. Wie ist Skyrim? Weil ich sehe schon 6 Uhr? Egal. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Tja, Unterricht. Perfekt. Oma sagt, dass ich ein Fass ohne Boden bin, wenn es ums Essen geht. Hey, Katie. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Themen, die ich vermeiden sollte. Welche Themen sollte ich vermeiden? Nichts mit übermäßiger Gewalt. Und Sie werden sicher viele Fragen haben. Sehr gerne. Würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Harter Kampf. Die Krallen sind sehr gefährlich. Es war ein harter Kampf. Wie hast du sie erledigt? William Preston, ja. Oh, jetzt habe ich einen Freund, aber egal. Preston hatte mir gezeigt, wo ich eine Powerrüstung zum Reparieren finden konnte. Powerrüstung? Wow! Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Todeskralle rausgekrochen kam. Gott sei Dank hatte ich die Powerrüstung. Das klingt gruselig. Hast du schon mal eine Todeskralle gesehen? Nein. Miss Katie sagt, das sind große Echsen mit riesigen Krallen. Nein. Nicht aufhören. Ich war schwer verletzt. Preston und ich hatten das Vieh erledigt. Wow. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Ein weiteres Comic. Meine Oma ist mir erlaubt. Ich bin so super froh, dass Ashes wieder da ist. Aber er tut so, als wäre nichts gewesen. Ich glaube nicht, dass seine Oma ihm jemals erlauben wird. Ja.
ganze Leitungskanal ausgetauscht werden. In Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit. Wo ist denn dieser Junge nur wieder hin? Ah, du bist perfekt geeignet. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Erzähl mir von dir. Erzähl mir doch ein bisschen über dich. Über mich? Ich bin Biologin und Hydrokulturgärtnerin des Vaults. Alles, was du hier siehst, habe ich angebaut. Einschließlich dieser neuen Frucht, die ich gerade gezüchtet habe. Aber ich brauche jemanden, der sie probiert. Sicher, dass ich dich nicht überreden kann? Ich versuche es. Zum Teufel. Ich probiere es. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt, wie du dich danach fühlst. Wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Mutterbeeren gibt's doch schon. Okay, die besser ist mir mal. Dürfte ich kurz mal Dr. Pensky? Hast du die Frucht probiert? Und? Wie war sie? Lebenswerk? Also dein Lebenswerk. Nur ein kleiner Teil davon. Ich hoffe, Nahrungssorten entwickeln zu können, die resistent gegen Strahlung sind. Was bringt schon frisches Gemüse, wenn es immer von seiner Umgebung verstrahlt wird? Diese spezielle Sorte Mutterbeere sollte sich gut schlagen. Aber ich war mir nicht sicher, wie sich die Hybridisierung auf Geschmack und Textur auswirken würde. Sei mal gut. Sie war gut. Keine negativen Nebenwirkungen. Wusste ich's doch. Ein echter Fortschritt. Ich muss sofort eine neue Charge pflanzen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe, besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Wie viel? Wie viel bezahlst du? Ich gebe dir 25 Kronkorken, Festpreis. Ich weiß, dass sie von draußen gerne feilscht, aber da war ich noch nie gut drin. Vielleicht. Vielleicht. Mal sehen. Halt einfach die Augen offen. Ich kann immer Dünger gebrauchen. Wenn du mir also ein oder zwei Beutel bringst, kaufe ich sie dir gerne ab. Okay, also haben wir das Quest. Natürlich nicht. So, okay. Haufen Zeugs. Im Haufen Schrott aus. Es ist nur Schrott, wenn man Schrott sehen will. Die Leute bringen mir ihre kaputten Sachen und ich repariere sie. Manchmal wollen sie sie zurück, manchmal kann jemand anders sie besser brauchen. Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Heißt du allein? Bist du den Laden hier allein? Naja, es gibt da noch meinen Mann Holt, aber den findet man nie, wenn man ihn mal braucht. Im Ernst, die Katze ist mir eine größere Hilfe als er. Das ist lustig. Die Katze? Ja, jede Wette, dass die sich um die ganze Arbeit hier kümmert. Schön wär's, aber Ashes ist ein Schatz, endlos treu und er läuft nie weg. Aber ja. Wir haben über die Katze geredet. Hast du was für mich? Vielleicht. Gut, sag mir Bescheid, wenn ich helfen kann. Samen. Ich brauche mehr Samen. Mensch, hab ich noch welchen Dünger im... Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, klar, habe ich vielleicht die Quest. Halt, ich als Quest, so. Irgendwie bekomme ich die Kartoffeln nicht hin. Dr. Pensky? Die Setzlinge können bald schon umgepflanzt werden.
Okay, so werden wir es hier in der Stelle. Bis zum nächsten, also dann bis zum nächsten Video. Und wenn ich und wenn es euch gefallen und lasst mir bitte einen Daumen nach oben und ein Abo da und einen Kommentar. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.